Und naja, jedenfalls, der erste, der rauskam, war Joschi Groh, Jürgen Groh. Und der war nicht mehr allein, der hatte schon mehrere Ananasbrausen getrunken und da war wohl was im Tee mit drin. Und auf jeden Fall packte er mich so unter den Arm und sagte: Dieter, du kommst jetzt mit in die Kabine und trinkst aus dem Wow, Europapokal. Weltklasse. Ja, Weltklasse. und dann schleppte er mich den ganzen Hermann-Rieger-Weg Richtung Kabine und